Anarcho, meine Freunde, Fans von Geschichtslehrern und Kinderbuchautoren müssen jetzt einmal ganz stark sein. Denn obwohl Anarchisten euch das nun seit Jahrzehnten erklären, dass alles, was ihr plant, dass alles, was ihr planwirtschaftlich vorhabt, dass jeder Markteingriff, den ihr macht, Schwachsinn ist, wollt ihr es natürlich immer noch nicht lernen und ihr werdet es auch jetzt nicht lernen, aber vielleicht nehmt ihr ja ein paar Ideen mit, denn selbst die konservative Bubble bewegt sich langsam nach vorne. Hashtag Projekte wie preußischer Sozialismus sind gescheitert, war jetzt grob paraphrasiert von Kubitschek. Und selbst der selbstbekennende preußische Sozialist Björn Höcke geht mittlerweile ein bisschen in die Richtung, dass er der Meinung ist, naja, vielleicht kann ein Bauunternehmer mehr mit Bauunternehmen anfangen als ein Geschichtslehrer. Selbst so weit ist es mittlerweile. Bei den Linken, also bei den offiziell Linken, für mich sind das auch Linke, weil sie ökonomisch Linke sind, bei den offiziell Linken ist natürlich Hopfen und Malz seit Jahren verloren. Da wird auch nichts mehr passieren. Aber bei euch ist noch ein Funken Hoffnung da. Nicht viel, wirklich nicht viel, weil ihr ähnlich wie ein Esel, dem man eine Karotte vor die Nase hält, der Karotte nachlauft. Die Karotte ist das Migrationsproblem und ja, es ist ein Problem. Niemand, der bei Verstand ist, zweifelt an, dass die Migration ein Problem ist. Nur seid ihr in der Analyse des Fehlers völlig falsch, weil ihr glaubt, man müsste jetzt mehr Geld umverteilen zu Grenzschutz und zu Abschiebefliegern. Ich sage, wie wäre es, wenn wir mal aufhören, Geld umzuverteilen? Und dass das funktionieren kann, machen wir heute am Wohnungsmarkt fest. Denn was hat Milei gemacht? Milei hat den Wohnungsmarkt befreit. Einfach so, wie es die österreichische Schule seit über 100 Jahren vorgibt. Und ja, wir werden es gleich sehen. Das Ganze wird als Experiment dargestellt. Es ist kein Experiment, das hat in Deutschland schon mal funktioniert. Ludwig Erhard, gerne mal den Namen nachschlagen. Ja, Deutschland hatte mehr als Kaiser Wilhelm, der auch ein Idiot war, und Bismarck, der gar nichts taugt. Und für alle, die mich jetzt als arrogant einstufen und sagen, du meinst doch nicht, du weißt das besser als meine Lieblingspolitiker. Doch. Ich weiß das viel besser als deine Lieblingspolitiker. Und ich weiß es auch besser als deine ehemaligen Lieblingspolitiker. Ich weiß es besser als Helmut Schmidt. Ich weiß es besser als Helmut Kohl. Ich weiß es besser als Bismarck. Ich weiß es einfach besser als jeder. Ludwig Erhard, der hat's gewusst. Der hat's auch verstanden. Konnte aber nicht alles machen, was er vorhatte. Schade, schade, schade. Aber das bisschen, was er gemacht hat, bezeichnen Etatisten als Wirtschaftswunder, weil sie ökonomische Prozesse nicht verstehen. Gehen wir also mal rein. Experiment lässt Mieten sinken. Hier haben wir es schon. Experiment. Das ist kein Experiment, das ist eine logische Schlussfolgerung. Was hier als Experiment bezeichnet wird, ist Folgendes. Wenn ich einem Unternehmer über Steuern, Bauanträge, irgendwelche skurrilen Lieferkettengesetze, CO2-Auflagen, Bauauflagen in Form von Dämmung, Elektrizität und Heizen. Wenn ich also einem potenziellen Bauunternehmer all diese Auflagen gebe, dann ist es für ihn, Vorsicht, alle Fans von Geschichtslehrern und preußischen und hier Kinderbuchautoren, dann ist das für den Bauunternehmer eine, festhalten, Hürde. Das Ganze nennt man eine Hürde. Ihr macht es ihm schwerer, denn der Bauunternehmer hat folgende Regel im Kopf. Zeit ist Geld. Mathematisch Zeit gleich Geld. Ich weiß, dass das ganz, ganz schwer zu verstehen ist, weil ihr ja auf Beamte setzt. Und Beamte sind so großartig, weil bei denen ist Zeit nicht Geld. Die bekommen ihr Geld, auch wenn sie nicht zur Arbeit gehen, auch wenn sie nichts erwirtschaften. Beamte erwirtschaften nichts, ein Bauunternehmer aber schon. Und deshalb galt für ihn, Zeit ist Geld. Wenn ihr also Geschichtslehrer und Kinderbuchautoren und ja das Gesocks drumherum beauftragt, diesen Bauunternehmer irgendwelche Auflagen zu machen, dann kostet ihn Zeit. Und wir haben gerade alle gelernt, wir sagen es mal zusammen, Zeit ist Geld. Ganz genau. Das heißt, ihr macht sein Bauprojekt teurer. Wenn ihr ein Bauprojekt teurer macht, ich muss also mehr in das Projekt investieren, dann muss ich eine höhere Miete verlangen, damit sich mein Investment auszahlt. Für alle, für die das jetzt zu weit war, mach das Video aus. Du packst das hier nicht. Gut, gehen wir in den Artikel. Argentiniens Präsident Milei setzt Gesetze außer Kraft. Komisch, komisch.
Also für alle, die das in Deutschland haben wollen, es gibt genau zwei Parteien. Zwei. Die Libertären und die Partei der Vernunft. Alle anderen sind Sozialisten. Alle anderen sind Sozialisten. Einfach akzeptieren. Wenn ihr Sozialisten haben wollt, wählt eine andere Partei. Wenn ihr aber sagt, ich will was für Deutschland tun, dann wählt keine Sozialisten. Deutschland hatte nun zweimal Sozialismus, beide Male waren nicht für Deutschland. Kleiner Spoiler, es wird auch diesmal nicht funktionieren. Auch nicht unter einem Geschichtslehrer. Gut, weiter. Großer Gewinner, Mieter und Vermieter. Oh, echt jetzt? Der Markt ist also eine Win-Win-Situation für beide Seiten, während der Staat nur eine Lose-Situation für den ist, der was erwirtschaftet? Das ist ja komisch. Also, der Mietermarkt ist nichts anderes als die freiwillige Abkommen zwischen einem Vermieter und einem Mieter. Das ist ein Mietermarkt. Dann hast du aber einen etatistischen, staatlich beeinflussten Mietermarkt. Das ist das, was Geschichtslehrer und Kinderbuchautoren wollen. Da muss der Staat die Finger drin haben. Grundsteuern und so abgefahrene Sachen wie Bauauflagen, wir hatten es eben alles schon. Und das macht es für beide Seiten teurer. Wenn wir also die zwei Seiten als deutsches Volk betrachten, dann werden wir Folgendes feststellen. Der Staat handelt hier gegen das Interesse des deutschen Volks. Gut gemacht. Immer schön mitreden, so bleibt das besser im Gedächtnis. Das Ganze nennt sich Power Learning. Wir kriegen das gemeinsam hin. Ich vertraue auf euch, ja? Buenos Aires. Was passiert eigentlich, wenn der Staat fast alle Regeln abschafft? Ja, dann wird es sehr viel besser. Wenn er alle Regeln abschafft, dann nähern wir uns der Grenze der Perfektion. Das ist das, was passiert. Das wird hier als Frage gestellt. Es ist eine logische Schlussfolgerung, habe ich euch schon erklärt. Eigentlich brauchen wir den Artikel nicht zu Ende lesen. Ich werde es trotzdem tun. Warum? Weil ich wieder recht hatte. Und alle anderen Anarchisten natürlich auch. In Argentinien wagt Präsident Javier Milei 53 dieses Experiment. Kurz nach Amtsantritt im Dezember 2023 setzt er viele Regelungen außer Kraft. Unter anderem ein Mieterschutzgesetz. Okay, und jetzt sind wir schon wieder im etatistischen Wording. Alles, was Etatisten machen, ist Schutz, Gerechtigkeit. Ja, das sind eigentlich die zwei Buzzwörter. Und wenn du diese zwei Buzzwörter hörst, kannst du dich auf zwei Dinge verlassen. Du wirst weder Schutz noch Gerechtigkeit bekommen. Auf gar keinen Fall. Man benennt das so, weil das schön klingt. Und der Boomer denkt sich dann, warte mal, ich bin Mieter. Und ich mag Gerechtigkeit. Und dann zieht er es durch. Nicht machen. Einfach nicht machen. Wenn der Staat dir etwas vorschlägt, ist das nie zu deinen Gunsten. Ja, einmal überlegen, wie finanziert sich der Staat? Er sagt dir, gib mir Geld oder ich sperre dich ein. So finanziert sich der Staat. Verhalten sich Freunde so. Tun Freunde das. Wie viele deiner Kumpels machen das? Oder wie viele Leute haben das bei dir gemacht und du hast gesagt, ey, jetzt sind wir beste Kumpels. Einfach mal gegenrechnen. Ich sage, bei beidem kommt die Zahl 0 raus. Und wenn das so ist, musst du dich fragen, warum glaubst du, dass der Staat dein Kumpel wäre, wenn du es bei allen anderen auf der Welt, bei allen Organisationen vom Abu-Chaka-Clan bis zum einzelnen kleinsten Individuum nicht so siehst. Einfach mal selbst hinterfragen. Ist gar nicht so schwer. Ich weiß, da brechen Welten und Realitäten zusammen. Aber komm, geh doch einfach mal logisch, moralisch, ethisch. Ich habe auf allen Bereichen habe ich einfach recht. Und du liegst falsch als Etatist. Ihr Anarchisten wisst sowieso, dass ihr recht habt seit Jahren. Die Wohnungskrise wurde besser. Natürlich wurde sie besser. Auf Immobilienwebseiten steigt das Angebot an Mietwohnungen um fast 200%. Die Mieten sanken, inflationsbereinigt, um rund 40%. Okay. Jetzt sind wir wieder da, was Etatisten nicht verstehen. Preußische Sozialisten wie grüne Sozialisten, wie Marxisten, wie Stalinisten. Das ganze Feld an Sozialisten versteht folgenden Punkt nicht. Wenn ich es jemandem schwerer mache zu bauen, werden sich einige gegen das Bauen entscheiden. Wenn sich Leute gegen das Bauen entscheiden, passiert was? Es gibt weniger Angebot. Sagt es mit mir zusammen? Angebot. Aber die Nachfrage bleibt gleich. In Deutschland wird die Nachfrage noch über euer Steuergeld, ihr wisst schon von eurem Kumpel, dem Staat, wird die Nachfrage über euer Steuergeld und Migration nochmal gesteigert, weil ihr finanziert das ja. Ihr finanziert übrigens auch die Mietnachfrage.
Das heißt, das Angebot der Wohnungen ist knapp, die Nachfrage wird erhöht und der Preis wird gesteigert, weil es dem Staat völlig egal ist, wie viel von deinem Geld er ausgibt, um Mutumbu unterzubringen. Das ist dein Freund, der Staat, du weißt schon, der dich einsperrt, wenn du ihm kein Geld gibst. Aber mit den richtigen Leuten wird es schon besser. Mach dir keine Sorgen. Das hat so gut funktioniert. So oft. Hier, Milei ist übrigens das einzige Beispiel, das mir bekannt ist, wo es funktioniert hat. Und kommt mir bitte nicht mit Viktor Orban. Ungarn ist nicht so ein Shithole wie Deutschland, das ist mir klar. Aber Ungarn hat nur einige Fehler nicht gemacht. Der hat nichts besser gemacht. Er hat nur einige Sachen nicht schlimmer gemacht. Ja, einfach mal drüber nachdenken. Wie kann das sein? Stellt hier die Bild, ist das, glaube ich. Ja, ich glaube, die Bild ist das. Die Bild fragt sich, wie kann das sein? Die alte Mietpreisbremse sorgte dafür, dass die Inflation stärker stieg als die Mieten. Die Mietpreisbremse. Die Mietpreisbremse in Deutschland immer wieder ein Thema. Sie ist so dermaßen dämlich. Wenn ich eine Inflation habe, das heißt, wenn meine Baugüter oder auch Renovierung, Restaurierungsgüter immer teurer werden, ich aber nicht mehr Geld verlangen darf, weil euer Freund, der Staat, immer mehr Geld druckt, aber was weiß ich, ist egal, womit du baust, so der Ziegelstein hat halt einen Kaufkraftwert, nicht einen Preis, sondern einen Kaufkraftwert. Ich mach's mal grob, ein Ziegelstein, eine Dose Red Bull. Ja. So, dieser Kaufkraftwert bleibt halt gleich von diesem Ziegelstein. Man kann das ein bisschen steuern. Man hat zum Beispiel die Lieferketten unterbrochen während Corona. Dadurch sind viele Baumaterialien teurer geworden. Euer Freund der Staat übrigens wieder, nicht der böse Markt. Und man kann da zwar ein bisschen Einfluss drauf nehmen als Politik, aber im Endeffekt heißt es, der Ziegelstein hat einen Wert. Er hat einen individuellen Wert, aber für den Bauenden, für den Bauunternehmer ist der Wert einfach immer gleich. Nur die Kaufkraft des Geldes schwankt halt. Wenn ich jetzt aber sage, du musst für das gleiche Geld vermieten, das Bauen wird aber immer teurer, weil die Kaufkraft meines Geldes sinkt, die vom Ziegelstein aber gleich bleibt oder gar wie bei Corona gesenkt wird, dann stehe ich vor folgender Situation, es lohnt sich nicht zu bauen. Alle sind ganz überrascht. Und wenn es sich nicht lohnt zu bauen, haben wir wieder eine Verknappung des Angebots und eine Gleichbleibung bzw. eine Steigerung der Nachfrage. Ökonomie, erste Sekunde im Unterricht, Angebot, Nachfrage. Einfach mal mit auseinandersetzen. Aber eigentlich, wenn ihr versteht, was ich hier sage, seid ihr ganz gut durch. Vermieten lohnte sich nicht mehr. Das Angebot wurde knapp. Vermieten lohnte sich nicht mehr. Das Angebot wurde knapp. Komisch, das, was ich gesagt habe. In der Hauptstadt Buenos Aires stiegen Durchschnittsmieten binnen weniger Jahre teils um das 30-fache. Ihr wisst schon, euer Freund der Staat, der immer alles deckeln soll. Wo wir gerade bei Orban waren und über Preisdeckelung. Orban hat dieses super clevere sozialistische Experiment auch gemacht während der Corona-Phase. Einfach mal einlesen, Preisdeckelung, Ungarn, Öl. Dann lernt ihr ein bisschen was über Ökonomie und Staatseingriffe in den Markt. Denn sie haben das Angebot verknappt, ganz überraschend. Weil, guck mal, ich liefere Öl und ich habe Ungarn, wo ich es nur zu Preis X verkaufen kann. Und ich habe, was weiß ich, Deutschland, wo ich zu Preis Y verkaufen kann und Preis Y ist höher, dann nehme ich Preis Y. Das ist unglaublich schockierend jetzt für alle, aber Unternehmer verdienen gerne Geld. Das ist quasi deren Job. Nicht quasi, das ist deren Job. Jetzt hat sich die Situation vor allem deshalb geändert, weil der Mietmarkt weniger Eingriffe erfährt. Weniger Eingriffe ist gut, gar kein Eingriff ist nahezu perfekt. Und damit ist es dann eigentlich auch schon erledigt. Lobt der argentinische Ökonom Federico González Rucco in Bild. Die Warnungen linker Experten bewahrheiten sich nicht. Und ja, damit ist der Artikel schon zu Ende. Und ich lache mich kaputt. Also so linke Experten wie Fratscha und seinesgleichen sind natürlich ein Witz und nur der Staat würde sich deren Expertise zu eigen machen. Es ist hochnotpeinlich und ihr müsst einfach akzeptieren, Deutschland hat zwei Parteien, die Milei als Vorbild sehen. Zwei.
die anderen irgendwie so altertümliche Witzfiguren wie Bismarck oder Marx, also Karl Marx. Wie wäre es einfach mal völlig verrückterweise die Leute wählen, die einem System folgen, das nachweislich funktioniert. Einfach mal machen. Ich weiß, klingt wahnsinnig, wenn man doch auch was machen kann, das nachweislich nicht funktioniert. Aber man könnte es ja mal versuchen. Ich weiß, ihr werdet es nicht tun, aber im Grunde ist das Video hier auch eine Hassrede an alle Etatisten für meine Anarchisten, die das sowieso alles verstanden haben und sich jetzt auf die Schulter klopfen können, dass ihr schon wieder so viel klüger wart als alle anderen. Gut gemacht. Und damit sage ich Tschüss, ihr Betrüger. Bis zum nächsten Mal. We'll be right back.